Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aqua Painter aka Uli. Und zwar mit dem zweiten Teil der Hintergrundberge. Wir sehen es jetzt hier schon, die Berge haben Finish bekommen. Es ist ein Berg dazugekommen, aber da kommen wir gleich zu. Jetzt komme ich am ersten Mal dieses Hütchen hier an der Seite. Scheune, Lagerhaus, wie auch immer man das bezeichnen will. Erinnert euch, wer es gesehen hat, im letzten Video hat das ja aufgehört, wo auf der rechten Seite ich da noch so ein Stückchen Pappe da immer angemalt, angezeichnet habe. Und genau an diese Stelle kommt jetzt nämlich diese kleine Hütte. Das ist sozusagen dann mit abnehmbar mit dem Berg, den ich zwar nie in der Form abnehmen werde. Der ist ja nur abnehmbar gebaut worden, damit ich ihn hier auf dem Tisch bauen kann, weil ich in meiner Anlage an die Ecke überhaupt nicht hinten rankomme. Ja, das ist also eine Ecke, die, wie soll ich sagen, nicht erreichbar ist. Habe ich aber, glaube ich, in manchen Videos erwähnt, dass ich da nicht hinkomme, dass es einfach zu weit weg ist. Das sind irgendwo diagonal 1,5 Meter mindestens bis da hinten rein. Und deswegen baue ich ja diesen Berg separat und setze den nachher an seine Stelle hin. Das haben wir ja im letzten Video schon gesehen, was ich gesehen haben sollte. Und jetzt wird das hier so angefrickelt. Und zwar habe ich dann das alles jetzt hier so schön ein bisschen zusammengeleimt und geklebt. Das sieht man ja an den Pappuntergrund da dran. Da habe ich also das Hütchen jetzt mit angebracht. Der hat ja Lampen bekommen, ne? Zwei kleine Lämpchen, wie ich es an einem anderen Haus, an diesem Verwaltungsgebäude auch schon angebracht habe. Hier stehen sie allerdings jetzt separat mit dran. Dann im Vordergrund habe ich alles ein bisschen hübsch dekoriert. Eine kleine Treppe gebaut, wie man da sehen. Dann ist da links ein Futterband hingekommen, was da auf so ein ja, im Haufen da was drauf fördert. Hier sehen wir es links, die kleine Treppe in der Mitte, rechts ein Bäumchen, die Lampen im Betrieb. Ich denke, das ist recht hübsch geworden. Man darf ja nie vergessen, wenn man diese Bilder so sieht, wie klitzeklein das ja eigentlich alles ist. Ja, wenn man da so eine kleine Treppe baut, das ist schon heftig, was man da so macht. Hier mache ich jetzt Freestyle, da habe ich 3-4 Blatt Papier aneinander geklebt und habe jetzt mir so eine Art Schablone von der Wand abgenommen, wo meine Brücke ist. Wo das Tal dahinter sitzt, habe ich mir ja beschrieben. Kann es nachher eh nicht mehr lesen, aber ich habe es gemacht. Und natürlich mit Seidenpapier, wie wir es im anderen Video schon gemacht haben. Weil dieser Berg, dieser Hintergrundberg jetzt hier, der darf nicht mehr als 1 Zentimeter dick sein. Und das ist schon weit hergeholt. Das werden wir nachher sehen, wenn es fertig ist. Und ja, da habe ich ihn jetzt halt hier gestaltet. Haben ausgestaltet. Ich habe jetzt Videomaterial gehabt. Ich hätte hier eine Stunde locker zusammenschneiden können. Also bin ich ehrlich, das tue ich keinem an, wie immer. Das habe ich also sehr, sehr gekürzt. Jetzt kommen wir hier, glaube ich, auf 6, 7 Minuten oder 8, keine Ahnung. Und deswegen habe ich das jetzt hier ein bisschen alles zusammengeschnitten, weil ich sage mal, die Technik ist ja im Grunde genommen die gleiche wie beim letzten Mal. Deswegen bin ich ja bloß ganz kurz drauf ein. Aber hier fängt jetzt irgendwann das Finish von diesen ja, diesen Eckberg sozusagen an, die wir ja im letzten im Teil 1 gemacht haben. Da standen wir ja schon oben auf der Platte, aber wie gesagt, das war ja noch nicht das Ende des Ganzen, das war nur der Grobbau. Jetzt geht es hier weiter. Hier habe ich so kleine Kieselsteinchen noch mit aufgeklebt, oben versucht ein paar scharfkantigere hinzubekommen und ein bisschen runder einzusetzen. Und dadurch, dass die ja natürlich als Kieselsteine so die Farbe haben, die mir gar nicht gefällt, habe ich die alle noch ein bisschen koloriert, aber das dann mit Acrylschwarz grundiert. Und dann habe ich aus meinem Wasser, was ich immer zum Pinsel sauber machen nehme, habe ich dann das Wasser genommen, noch so ein bisschen Grün noch mit dabei, und damit habe ich das dann unten also ein bisschen abgetupft. Das hat so wirklich ein bisschen vermoderten Eindruck jetzt hinterlässt. Das sehen wir nachher bei ein paar Großaufnahmen noch. Ja, jetzt kam natürlich Gras auf die Berge und die haben die Bäumchen hier oben mit drauf. Das Gras habe ich so schön verteilt überall. Das sieht natürlich in der Nahaufnahme anders aus als nachher der Gesamteindruck. Aber ich denke, es ist ganz hübsch geworden und das macht sich an sich recht gut. Wie gesagt, der Bohrer, den wir da gerade sehen, der hat 1 mm oder 1,2 oder irgendwas in der Drehe. Also es ist schon sehr, sehr klein alles jetzt hier. Alles mit Sekundenkleber schön fixiert. Das ist stabil, das kann man absaugen, weil das ist ja das nächste Problem, wenn man die Platte sauber halten will, dann muss man ja auch ab und zu mal saugen auf. Und das geht also alles zu machen, das ist alles kein Problem, alles schön fest in irgendeiner Form. Ja, die kleinen Bäume, die sind, glaube ich, hier 35, 40 mm hoch. Und ja, die machen sich sehr, sehr gut. Die kann man biegen, das sind aus so Draht. Ist das, da kann man also die Äste, wenn man jetzt hier so ein bisschen so einen verkrumpelten Baum sehen, die habe ich nachher alle mit der Pinzette noch
ja, ein bisschen mehr in Form gebracht, ja, als ich es jetzt hier mit meinem dicken Daumen darauf gesteckt habe. Und da konnte man eine kleine Spitze oben ausformen und. Man sieht es hier so ein bisschen schon. Hier stehen die alle ein bisschen besser da. Aber die sollen immer aussehen, als wenn sie irgendwo krumm aus der Natur raus sind. Ich mag diese Plastikbäumchen nicht, wenn die also einer wie der andere aussieht. Wenn ich in der Natur rausgehe, ich bin ja wahnsinnig viel unterwegs, das sieht doch nicht so aus, ein Baum wie der andere. Und deswegen können die ruhig ein bisschen schief und krumm dastehen, so wie das halt auch in echt ist. Ja, hier sehen wir das kleine Förderband. Am Anfang habe ich es zurecht geschnipselt, in mehreren Lagen zusammengeklebt, um da so einen kleinen versuchten 3D-Effekt hinzubekommen. Das Ding ist ja so furchtbar klein. Hab da mit der Lupe habe ich da mit so einem kleinen Skalpellmesser das da rausgeschmiert, mehr oder weniger gestanzt, so, wo man so gedrückt und gemacht, dass man die kleinen Sachen so ein bisschen hinbekommt. Aber ich denke mal, das ist ein Detail, da sieht sowieso kein Mensch nach auf der Anlage. Aber ich weiß, es ist da und das reicht. Macht einfach Spaß, das direkt zu bauen und dass man das dann entsprechend dann auch irgendwo selber sieht. Man macht es ja irgendwo für sich selber, ja. Also wenn ich meine Frau hole, die ihr gefällt und die nickt dann kurz, dann ist sie wieder verschwunden. Aber ich glaube, das geht fast allen so. Und das ist ja egal. Hier bringe ich schön an. Also da kam noch wahnsinnig viel Material zwischendurch, habe ich alles rausgeschnitten, weil das muss ich keinem antun auf Dauer. Das bringt es nicht. Und ich denke mal, der auf diesen wirklichen kleinen Fläche ist es mir ganz gut gelungen, doch irgendwo einen gewissen Vordergrund- und Hintergrundeffekt reinzubringen. Obwohl die Unterschiede zwischen dem Vordergrundberg und dem Hintergrundberg, ich glaube, 2 mm Unterschied betragen. Das ist wirklich bloß die Falz von dem Seidenpapier. So, und jetzt sehen wir schon, dass das sehr gut zusammenpasst. Der in Anführungsstrichen alte Berg. Und der neue Hintergrund da links, das habe ich versucht so genau zusammenzuarbeiten, wie wir es gerade sehen. Und ich denke, das passt an sich wunderbar zusammen. Rechts die kleine Hütte, der Berg, begrünt, bepflanzt. Da kommt mit Sicherheit noch irgendwas dazu, wie ich mich kenne, aber man muss ja erstmal alles so hinsetzen. Und links davon, hier links, wo wir jetzt den Bogen so sehen, da geht es ja in diesen oberen linken Bahnhof rein. Da geht es natürlich dann weiter. Ich weiß aber noch nicht wie, ob ich das ein bisschen vorziehe, ob da ein Häuschen irgendwo auf dem Berg drauf sitzt. Ja, Step by Step, aber erstmal der eigentliche Hintergrund jetzt hier rechts mit den Fabriken. Jetzt muss ich so noch so ein bisschen weiterbauen. Und ich denke, lässt sich sehen, ne? Das kann man doch durchaus so durchgehen lassen jetzt hier. Die Tiefe ist ganz gut geworden, dafür, dass es nur 2 mm Unterschied ist. Hier gehe ich nochmal ein bisschen ran, dass man das mal so sieht, wo die Brücke unten sitzt, wie das da reingeht. Da unten kommt der Schotter nachher hin. Das ist ja alles ein bisschen unten unterm Strich. Und hier sehen wir jetzt da, wie ich das da unten, das ist übrigens alles Sand, ne, was ich da angeklebt habe an dem Berg. Das habe ich dann mit Holzleim, Wassergemisch, habe ich dann Sand drauf gerieselt. Und dann, wie gesagt, die Kieselsteine festgeklebt, alle einzeln. Das hat tagelang gedauert alles. Das sage ich gleich. Also die ganze Woche, die ich gebraucht habe für dieses kurze 7-8 Minuten-Video jetzt hier, das hat ja die ganze Woche gedauert. Und ja, ich danke dir, dass du zugeschaut hast, dass du dich dafür interessiert hast. Und schau gerne wieder rein, wenn du mich noch nicht abonniert hast, mach's gerne. Hinterlass einen Kommentar, wenn dir danach ist. Ich freue mich auf jeden Fall. Mach's schön gut, dein Aquapainter.